Hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute geht es um das Thema Sales bzw. Sales Qualified Opportunities, wohlgemerkt SQOs, also nicht Sales Qualified Leads. Leads sind letztendlich noch keine häufig vollwertigen Opportunities, das heißt, hier gibt es noch keine Angebotserstellung, hier gibt es noch keine Übereinstimmung bezüglich Preise, hier gibt es noch keine Übereinstimmung bezüglich vorhandenes Budget und so weiter. Irgendwelche Kriterien, irgendwelche Informationen, irgendwas fehlt da noch. Also wir sind hier schon weiter einen Schritt über Marketing Qualified Leads, Sales Qualified Leads drüber hinaus, also schon mal ein Stück weiter. Ja. Zum Thema Marketing Qualified Leads und Sales Qualified Leads habe ich jeweils ein Video hochgeladen oder sogar andere Videos noch in der Vergangenheit. Beide auf YouTube gratis und kostenlos zugänglich. Also mit diesem hier sprechen wir jetzt mal Tacheles. Denn hier geht es letztendlich um Sales. Und was bedeutet Sales? Sales bedeutet Return on Invest. Also wir bekommen letztendlich, es beginnt, dass wir hier Deals closen und es beginnt langsam der Sales-Zyklus, der Return on Invest, sodass wir wieder Geld zurückbekommen von dem, was wir vorne reingesteckt haben an Investment. Sei es jetzt für Marketing, Sales, Vertriebler, Online-Kampagnen, Webseite neu bauen und. Okay, also ein super wichtiges Ding. Nichtsdestotrotz auch eine super Herausforderung, wenn du ein IT-Startup bist. Das heißt, du bist ein Startup, das bedeutet, du hast letztendlich noch keine Kunden. Okay, und jeder Anfang ist schwer. Und wir alle kennen das sogenannte Henne-Ei-Prinzip. Ja, also wenn du dich vielleicht noch erinnern kannst, als du ganz, ganz jung warst, ne, irgendwie 16, 17 Jahre alt, wolltest einfach die erste Freundin mal ein paar Erfahrungen sammeln, ja, und dann hieß es, okay, ja, hast du schon mal so und so, ne, und dann sagst du, nee, du bist die Erste, und dann wollte sie dich wahrscheinlich nicht, ja, ich weiß nicht, also jeder hat irgendwie mal diese dummen Erfahrungen gemacht, ja, was total unlogisch ist, aber, naja, auf jeden Fall, unterm Strich, häufig passiert es dann so, dass du dann letztendlich irgendwie, darauf warten musst, dass du halt letztendlich irgendwie dich jemand dann doch erbarmt, ja, oder letztendlich manchmal eine wesentlich erfahrenere Frau dann sozusagen, die die Möglichkeiten gibt, oder letztendlich du musst lügen, ja, also letztendlich Henne-Ei-Prinzip, es gibt in vielerlei sagen wir mal, Konstellationen, und das haben wir natürlich auch, wenn du dich selbstständig machst. Nochmal ganz kurz vorweg, hier nochmal ein paar ehrliche Worte aus der Realität, aus der Praxis. Was findet da draußen tatsächlich statt? Was ist denn überhaupt ein Startup? Ja, wollen wir vielleicht das nochmal ganz kurz klären. Wie entsteht denn überhaupt ein Startup? Wie entsteht denn überhaupt eine neue Firma? Egal wo, aber jetzt bezogen auf meine Zielgruppe. Also ich bin Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, Softwareentwicklern etc. BP-Dienstleistern und IT-Experten. Und letztendlich, wie entsteht ein neues, seriöses Unternehmen, einzig und allein, und das ist immer das Gleiche, vielleicht mit Variationen, durch Zellteilung. Was bedeutet, wenn ein Unternehmen durch Zellteilung entsteht? Es bedeutet, es war einmal ein Angestellter, irgendwann mal ein Praktikant, irgendwann mal ein Schüler, irgendwann mal ein Kleinkind, irgendwann mal ein Baby, irgendwann mal eine Samenzelle. Ja? Dann sind wir wieder beim Thema Freundin finden, wenn du 16 bist. Ja, also so schließt sich der Kreis. Ja, ganz nette Metapher vielleicht. Und irgendwann bist du ein Angestellter, dann sammelst du Erfahrungen und manche bleiben ihr ganzes Leben lang ein Angestellter, weil sie eben das so wollen oder nicht anders können, was auch immer, aus irgendwelchen Gründen. Großteil der Menschheit sind nun mal Angestellte. So ist das System, so ist unsere Gesellschaft aufgebaut, unsere Volkswirtschaft. Ja, und letztendlich ein gewisser Anteil, ein Bruchteil von den Angestellten entscheiden sich dann, okay, ich möchte gern Freelancer sein. Mit all den Vor- und Nachteilen. Wieder ein Bruchteil nur davon entscheidet sich dann, ich möchte Unternehmer werden. Also ich möchte mir sozusagen ein Startup gründen, eine eigene Bude aufbauen mit Angestellten und alles, was dazu gehört. Mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, jeder Unternehmer war irgendwann mal Freelancer in der Regel. Und jeder Freelancer war irgendwann mal Angestellter, denn woher sonst soll er denn die Erfahrungen, die nötigen, gesammelt haben, um überhaupt am Markt als Freelancer, als Unternehmer bestehen zu können? Also ich habe bestimmt Kontakt gehabt mit wahrscheinlich Hunderten von IT-Unternehmern und jeder war irgendwann mal irgendwo angestellt, zumindest für eine gewisse Zeit. Also,
Das mal vorweg. Das heißt, wenn du jetzt das Problem hast, und häufig bekomme ich Anfragen von genau solchen Unternehmern, die letztendlich schon sehr lange im Markt sind oder auch schon viele Erfahrungen haben, aber jetzt eben an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich werde jetzt Freelancer oder ich werde jetzt Unternehmer, ich möchte jetzt Angestellte haben, ich möchte jetzt halt skalieren und so weiter und so weiter, dass sie eben mit diesem Henne-Ei-Prinzip zu kämpfen haben. Denn was mache ich denn jetzt halt im Sales? Ich kommuniziere meine Dienstleistung, meinen Wert, meinen potenziellen Mehrwert, meine Kenntnisse, meine Kapazität, meine Kompetenz zu einem potenziellen Neukunden. In jedem bestehenden Markt hat aber mein Neukunde, mein potenzieller Neukunde, den ich ja bis jetzt schon so weit gebracht habe, dass ich letztendlich ihm jetzt nur noch was verkaufen muss, letztendlich, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schon diverse andere Mitbewerber zumindest im Boot, beziehungsweise schon diverse Erfahrungen, vielleicht auch schon diverse Rahmenverträge. Also ist, im B2B-Geschäft ist es ja so, dass wirklich keine Firma da draußen hat nicht irgendwo schon einen Dienstleister, der ihn in irgendeiner Art und Weise mit irgendeiner IT-Dienstleistung beliefert. Ja, es sei denn, es sind ganz, ganz kleine Firmen, aber das ist nicht so unsere Zielgruppe. Ja, also wir arbeiten eher mit größeren Firmen. Und du kommst jetzt daher und hast eine völlig neue Firma und willst jetzt diese andere Firma, relativ große Firma, als deinen ersten Neukunden gewinnen. Und da musst du dir halt schon auch ein bisschen was einfallen lassen und vor allem musst du dich verkaufen können. Ja? Und deswegen komm zu mir ins Training oder komm zu mir in die Strategie-Session, dann findet man auch Wege, das zu schaffen. Aber wenn du letztendlich, sagen wir mal, noch sehr wenig Erfahrung hast, dich als Unternehmer zu verkaufen und bis dato hast du letztendlich nur als Angestellter im schlimmsten Fall oder vielleicht als Freelancer, auch als Freelancer gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, dass du Freelancer bist. Ne? Du kannst Freelancer sein, du kannst unternehmerischer Freelancer sein, dir deine eigenen Kunden holen, oder dann kannst du Freelancer sein, letztendlich angestellter Freelancer in Anführungsstriche, du bist letztendlich nur ein Angestellter, der Rechnungen stellt. Ja? Das heißt, du bekommst einfach deine Aufträge, du arbeitest die ab, fertig. Ja? Über einen Personalvermittler. Das ist das Gleiche, wie wenn du Angestellter bist, nur dass du halt deine eigenen Rechnungen stellst. Ja? Du hast auch keine Reisefreiheit, du hast keine Zeitfreiheit, du kannst nicht arbeiten, wann du willst und wo du willst in der Regel. Ja? Also du bist letztendlich nur ein freier Angestellter sozusagen. Also du liegst deinem Arbeitgeber nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen auf der Tasche, da musst du dich selber drum kümmern. Das ist der einzigste Unterschied, okay? Also da gibt es auch nochmal eine Differenzierung, eine ganz starke. Aber wenn du jetzt dich entschlossen hast, Unternehmer zu werden, dann musst du einfach die Hürde nehmen, wohl oder übel mit all Vor- und Nachteilen, dir deinen ersten Kunden zu gewinnen, und zwar als Unternehmer. Allein schon das Wording, dann kannst du nicht mehr sagen, okay, ich möchte sie gerne meinen ersten Kunden gewinnen. Dann musst du sagen, wir möchten sie gerne als unseren ersten Kunden gewinnen. Ja, das ist schon eine kleine Sache, wo viele einfach erstmal eintrainieren müssen, ja, weil sie es nicht gewöhnt sind. Ganz, ganz wichtig dabei ist, dass man sich da, um schneller ans Ziel zu kommen, Experten sucht, so wie wir es machen hier. Mit unseren Kunden, wir versuchen hier Schritt für Schritt, ja, unsere Kunden dahin zu führen, dass sie letztendlich aus diesem Todeskreislauf, also dieser Kreislauf, wo sie ständig nicht vor der Stelle kommen, ja, wo sie auch immer wieder zurückfallen ins Freelancertum oder ins Angestelltentum, da hinaus zu katapultieren. Ja. Und du musst dich halt immer in die Lage deines potenziellen Neukunden versetzen. Der hat bestehende Verträge seit Jahren, seit Jahrzehnten. Ja? Und ein Mensch und damit auch ein potenzieller Neukunde möchte immer den bequemsten Weg gehen. Ja? Also warum sollte er mit dir buchen, im Gegensatz zu mit einem bestehenden Dienstleister zum Beispiel? Diese Frage solltest du dir versuchen zu beantworten und deinem potenziellen Neukunden sehr gute Gründe bieten, warum er das dann tun sollte. Und da gibt es einige Möglichkeiten, die ich jetzt hier nicht alle aufführen kann, ja, in dieser Kurzfassung, dieser Lektion. Längere, ausführlichere Videos gibt es dann bei mir im geschlossenen Bereich, ne, also wenn du quasi jetzt bei mir eine Strategie-Session buchen würdest.
kann vielleicht noch einen Tipp mitgeben hier, ist natürlich das, dass es, oder zwei Sachen noch, es gibt diverse Spezialgebiete, wo selbst große Dienstleister mit vielen Kunden letztendlich, sagen wir mal, schwächeln. Aus bestimmten Gründen, weil es, sagen wir mal, selten vorkommende Themen sind, wo es sich nicht lohnt, eigene Kompetenzen aufzubauen, langfristige Angestellte und so weiter und so weiter. Du könntest dich auf diese Schwachstellen der großen Dienstleister könntest du dich spezialisieren. Die ganz großen Dienstleister, mit denen du konkurrierst, die haben meistens diese Schwachstellen nicht, weil die haben halt irgendwie alles. Ja? Und dort musst du dir halt, und das machen wir gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam USPs herausarbeiten. Okay? Vielleicht bist du schneller, vielleicht bist du flexibler. Ja? Vielleicht bist du einfach spezialisierter. Ja? Oder vielleicht bist du auch einfach sympathischer. Es gibt immer mal wieder, sag mal, Diskrepanzen, auch in der Zusammenarbeit, langfristigen Zusammenarbeit mit deinen potenziellen Neukunden und deren bestehenden IT-Dienstleistern, die sie vielleicht schon seit Jahren haben. Aber auch da gibt es immer wieder Diskrepanzen, es gibt immer wieder Schwankungen in, sagen wir mal, im Trust, im Vertrauensverhältnis, beziehungsweise in der Sympathie, in der Schwingung, die da zwischen Dienstleister und Kunde halt auch mal immer auf und ab geht. Es sollte relativ konstant sein im Idealfall, aber manchmal wechseln irgendwie, sagen wir mal, Mitarbeiter eines größeren Dienstleisters und das zufällig betrifft gerade, ja, deinen potenziellen Neukunden in einer negativen Art und Weise oder in einer negativen Form. Und jetzt genau in diesem Moment ist er gerade nicht so zufrieden mit seinem Rahmenvertrag und er kommt da zwar jetzt nicht raus, aber er ist offen für ein Gespräch mit dir, obwohl du noch ganz, ganz vorne am Anfang stehst. Er ist offen für was Neues, er hat ein offenes Ohr sozusagen. Ja, so gehen wir auch häufig in unsere Gespräche rein und sagen, haben Sie aktuell ein offenes Ohr? Mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ist einer von unseren Einstiegen, einer von unseren Standardeinstiegen, zum Beispiel im Leitfaden für die Telefonakquise. Ja, um halt von vornherein festzustellen, okay, ist da aktuell in irgendeiner Art und Weise Unzufriedenheit? Und das ist häufig nur ein begrenzter Timeframe. Ja, deswegen ist auch, sagen wir mal, eine gewisse Penetration auch immer wieder nötig, um einfach immer wieder herauszufinden, vielleicht hat sich doch was geändert, vielleicht doch, vielleicht doch, vielleicht doch. Also selbst Leute, die uns sagen, naja, aktuell haben wir absolut keinen Bedarf, wir rufen die trotzdem an in ein paar Wochen. Ja. Okay, also ich würde das Video einmal damit beenden. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten. Ja, länger als 15 Minuten möchte ich die Videos eigentlich nicht machen, ja, damit ich sie auch noch bei TikTok hochladen kann. Der war gut. Abonniere meinen Kanal, drück die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Wir werden dieses Video hier weiter fortfolgen. Und hol dir bei mir die Strategie-Session und komm zu mir in den geschlossenen Bereich. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao, ciao.